Es ist soweit, es gibt endlich mal wieder einen Lesemonat und heute habe ich Lesemonate für euch, denn heute soll es darum gehen, ja, welche Bücher ich im Februar und im März gelesen und gehört habe. Und wenn euch interessiert, welche 7 Bücher das sind, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es gibt mal wieder ein Bücher-Content-Video und ich kann euch schon mal versprechen, ich bin wieder komplett im Leseflow. Ich bin, die Leseflaute hat ein Ende, also das Jahr ging ja lesetechnisch so schwach los. Man könnte meinen, es liegt an meinem neuen Strickhobby und ja, das mache ich gerne, aber es gibt ja auch Hörbücher und ich kann inzwischen auch glatt rechts stricken und dabei lesen. Das geht tatsächlich hervorragend, weil man dann einfach nicht mehr hingucken muss. Aber es war einfach privat viel im Argen. Wir hatten einen Trauerfall auch und ja, jetzt geht's wieder voran und ich habe wieder richtig Bock zu lesen und kann mich auch wieder auf ein Buch konzentrieren, ohne irgendwie in Sorgen abzuschweifen. Und das ist sehr gut. Ich habe im Monat Februar und März insgesamt 7 Bücher gehört und gelesen. Und ich fasse die Monate zusammen, einfach weil da mehrere Bücher dabei sind, die ich quasi im Februar dann nicht beendet habe und dann noch mit in den März hineingenommen habe. Und ja, ich weiß auch nicht. Und dann für 1, 2 Bücher wollte ich dann auch kein Video drehen. Und deswegen gibt es heute die Lesemonate Februar und März eben im Doppelpack. Ja, wie immer gilt, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ihr dürft mich auch gerne abonnieren, das ist kostenlos und unterstützt meinen Kanal doch sehr. Und wenn ihr irgendwelche Bücher von denen, die ich euch gleich zeige, schon kennt, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Und natürlich auch, was ihr so in der letzten Zeit gelesen habt. Das interessiert mich auch immer sehr. So, und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich bin nämlich auch noch erkältet, tatsächlich. Und will mich deswegen heute gar nicht so lange mit Videodreh aufhalten, sondern tatsächlich meinen aktuellen Thriller weiterlesen. Und ja, ich habe jetzt erst beendet Eine perfekte Ehe von Kimberly McCrae, also jetzt erst bestimmt nicht, also Ende des Monats dann, also ich habe da wirklich 2 Monate lang dran gelesen. Ja, war ja auf der Leseliste, auch auf irgendeiner Leseliste war das mit drauf und ich wollte das dann auch endlich mal gelesen haben. Und muss sagen, es hat sich ganz schön gezogen. Aber ich sag euch erstmal, worum es geht. Es geht um Izzy. Und, nee, um Lizzie. Lizzie ist Anwältin und die hat so einige Probleme in der Ehe mit ihrem Mann. Also, ja. Ja, der macht eigentlich nur Mist und hat ein Alkoholproblem und ja, macht damit halt einfach nur Mist. Die beiden, die haben echt finanzielle Schwierigkeiten, weswegen sie dann auch die Stelle wechselt. Und ja, es ist schwierig, schwierig in dieser Ehe. Genau. Und sie wird zu einem alten Schulfreund gerufen, der gerade im Gefängnis sitzt, weil er seine Frau Amanda getötet haben soll. Die wurde erschlagen im eigenen Haus am Fuße der Treppe, tot eben aufgefunden und Zack soll sie getötet haben. Und ja, Motive wären da auf jeden Fall da. Aber auch, ja, also der Ehe zwischen den beiden, da lief auch vieles nicht so rund. Und am Anfang denkt man noch, ja, Zack ist ein total charmanter Mensch, aber wir switchen da auch immer wieder in die Vergangenheit, wie das so war, kurz vor Amandas Tod und wie die Ehe zwischen den beiden auch war. Und auch da war bei weitem nicht alles Gold, was glänzt. Genau, also es wird viel schmutzige Wäsche gewaschen und der Name Eine perfekte Ehe ist auf jeden Fall Programm. Und ja, Izzy soll jetzt, oder Lizzie soll ihn jetzt auf jeden Fall, ja, da aus der Patsche helfen, ihm aus dem Gefängnis holen und das ist alles nicht so leicht. Denn er hat sich dann auch noch einen Fauxpas mit einem Polizisten geleistet, war da aggressiv und ja, jetzt sitzt er da eben ein und soll gegen Kaution einfach nicht rauskommen, beziehungsweise ist die sehr, sehr hoch. Und ja, und dann steht ja auch noch der Mord im Raum und da soll er eben auch noch seine Unschuld
festgestellt werden. Und Lizzie ist sich absolut sicher, dass er unschuldig ist. Aber ob er es dann wirklich ist, das müsst ihr dann natürlich selber lesen. Es ist so eine Mischung aus Thriller und Justizgeschichte. Und ich muss sagen, ich habe so lange an diesem Buch gelesen. Klar, irgendwo hatte ich auch eine Leseflaute. Aber irgendwo war es auch so, dass es sehr langatmig war. Also, wenn man so die Hälfte des Buches geschafft hat, dann wird es spannend und auch richtig interessant. Und dann bin ich auch nur noch über die Seiten geflogen und wollte das unbedingt dann beendet haben. Ich habe dem ganzen Buch 3 Sterne gegeben, einfach weil dieser Aufbau der Geschichte, das hat sich so ein bisschen gezogen. Es ist lang nichts passiert und dann wurden ganz lange so diese Justiz-Sachen, das war alles so ein bisschen trocken. Und ja, ich bin auch mit Lizzie lang nicht warm geworden und... Ach, ich weiß auch nicht. Also die interessantesten Kapitel waren noch das. Also das ging immer in die Vergangenheit, kurz vor Amandas Tod. Das war noch so das Interessanteste, dieser Einblick in ihr Leben. Aber ansonsten fand ich es echt langatmig, bis dann eben zur Mitte hin. Und dann fand ich es super spannend. Also dann konnte ich es auch nicht mehr weglegen. Mir haben auch, ja, die Entwicklung auch gefallen der Geschichte. Und mir hat auch das Ende gefallen. Bin ich absolut damit einverstanden. Und ich liebe es, wenn ich dann noch überrascht werde und ich bin auf jeden Fall aufs Glatteis geführt worden und das gefällt mir gut. Ja, eine perfekte Ehe von Kimberly McGrath. Ja, dann habe ich ja meine beste Freundin, die ist ja auch seit über einem Jahr inzwischen absolut büchersüchtig und wir machen es uns immer zur Aufgabe, dass wir wirklich jeden Monat mindestens ein Buch gemeinsam lesen und es macht auch richtig Spaß. Und sie hat sich total für Mrs. Agatha Christie von Marie Benedict interessiert. Das hatte ich ja jetzt schon seit längerem auch auf dem Sub und das hat ihr auch gefallen, weil uns einfach auch diese damalige Zeit interessiert. Wir sind auch so Sherlock Holmes Fans und ich weiß nicht. Und hier soll es eben um eine Entführungsgeschichte gehen. Also Agatha Christie, die war einige Tage, ich glaube 11 Tage war die verschwunden, wurde sie einfach vermisst. Keiner wusste, was mit ihr los ist und ihr Ehemann Archie, der wurde eben verdächtigt, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben und da wurde ermittelt. Genau, und wir erfahren eben die Geschichte damals um Agatha Christie und ja, man muss sagen, das ist auch so ein Buch gewesen, wenn man es zur Seite gelegt hat, dann hatte man jetzt nicht das Bedürfnis, dringend hier weiterzulesen. Also es war nicht super spannend. Wenn man es aber dann mal gelesen hat, dann war es schon richtig interessant und man wollte wissen, wie es weitergeht. Wir befinden uns quasi in der Gegenwart von damals, als diese Entführung stattfand, als ermittelt wurde, was mit der Frau los ist, wohin sie verschwunden ist, ob ihr Ehemann wirklich etwas damit zu tun hat. Und wir lesen dann auch im Wechsel noch weiter in der Vergangenheit zurück, als sie eben noch sehr jung war und als sie ihren Ehemann kennenlernte, wie sich die Ehe zwischen den beiden entwickelt hat. Sie bekam auch eine Tochter und wie sich das alles entwickelt hat. Und das war natürlich total interessant und das fand ich noch interessanter als die Kapitel quasi in der Gegenwart von damals. Klingt ein bisschen komisch. Ja, alles in allem hat das Buch 3 Sterne von mir gekriegt, weil ich es einfach nicht so super spannend fand. Es war aber ein kurzweiliges Buch und ich habe es gerne gelesen. Aber ja, ich brauche irgendwie mehr Action in Büchern, bin ich ganz ehrlich. Also wirklich Spannung kam da nicht auf. Aber es war natürlich viel Potenzial da, um sich aufzuregen, weil gerade in der damaligen Zeit war es halt schwierig, sich als Frau zu behaupten. Gerade auch, es war auch interessant, von ihren Träumen zu lesen, dass sie gerne Krimis schreiben wollte und das erstmal so ein bisschen auch belächelt wurde. Und was mir auch so ein bisschen gefehlt hat, war, da waren so ein paar Dinge, die mich sehr interessiert haben, wo ich sage, da wäre ich gerne noch so ein bisschen tiefer in die Materie eingetaucht, gerade als es um die ersten Buchverträge und sowas ging. Und ja, und dann wurden aber so Zeitsprünge gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, und warum ist das jetzt so? Oder wie war das jetzt? Also da war zu wenig Information da. Das fand ich ein bisschen schade. Aber alles in allem war ganz okay. Genau. Dann gehe ich zum nächsten Leserundenbuch über. Und zwar habe ich mit meiner besten Freundin Bianca Iosivonis Sorry gelesen. Was ganz interessant war, ich habe es nur für dich getan.
Und ja, das hat mich super interessiert, weil ich habe schon einiges von der Autorin eben gelesen. Die schreibt ja mehr so Romance und ich glaube, sie macht auch immer mal so Ausflüge in den Fantasy-Bereich. Und ja, meine beste Freundin, die liest eben fast nur Romance und Fantasy, während ich eben ja eher so Dark Romance, nee, nicht Dark Romance, sondern das lese ich auch, aber eher Thriller lese und so ab und zu mal so ein bisschen Romance. Also ja, wobei da hatte ich auch mal eine andere Zeit, je nachdem, wie es mir eben gefällt. Aber ich bin so mehr so die Thriller Queen. Und deswegen war das ganz cool, weil das war mal von einer Autorin, einer Romance-Autorin, einen Thriller zu lesen. Und ja, das wollten wir dann gerne gemeinsam tun. Und ja, hier geht es auf jeden Fall um Robin. Und man merkt, ja, irgendwas, also Robin, die hat schon wirklich, wirklich sehr, sehr viel mitgemacht. Sie ist sehr, sehr verhalten und wir lernen sie auch so jetzt in der Gegenwart kennen. Und die hatte eben einen Ex-Freund. Julian heißt er, glaube ich, ne? Ich muss nur immer die Namen spicken. Ja, Julian. Genau. Und ja, der muss ihr wohl übel mitgespielt haben. Es stehen auch hinten im Buch wahnsinnig viele Triggerwarnungen. Ja, würde ich jetzt aber nicht anschauen, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Meine beste Freundin, die hat dann schon mal reingeschaut hinten in die Triggerwarnungen und hat gesagt, oh, Christinchen, da kommt einiges auf uns zu. Und so war es auch. Also es war so, dass ja, Julian, ihr Ex-Freund, der Ex-Freund von Robin, der muss ihr halt echt übel mitgespielt haben. Man merkt so richtig, wie sich die Beziehung auch zwischen den beiden so richtig toxisch entwickelt. Dass er, das geht so los, dass er zum Beispiel ja, die Milch abschafft und immer für sie schwarzen Kaffee bestellt, weil er das für gesünder hält. Die Fernsehsnacks bestimmt. Dann irgendwie auch im Restaurant bestellt und solche Kleinigkeiten. Und das aber auf so charmante Art und Weise tut, dass man als Außenstehender schon weiß, ja, das ist toxisch. Aber wenn man so genauer drüber nachdenkt, schon feststellt, oh weh, das könnte wirklich jedem von uns auch so gehen. Dass man da so langsam in eine Sache hineinschlittert, die nicht okay ist. Und ja, das lesen wir halt immer mal. Wir lesen dann quasi immer so, wir wechseln auch hier wieder zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Und wir lesen, dass das Ganze, die Beziehung zwischen den beiden in eine Richtung geht, die überhaupt nicht in Ordnung ist. Und dann ist es ja auch noch so, dass Robin einen besten Freund hat, schon seit sehr langer Zeit, Cooper. Und ja, man merkt halt auch, wie die Freundschaft zwischen Robin und Cooper immer mehr strapaziert wird aufgrund dieser toxischen Beziehung zu Julian. Genau. Also man kann sich schon vorstellen, in welche Richtung das geht, auch als Leser. Und ja, dann befinden wir uns in der Gegenwart und dann erfahren wir ziemlich am Anfang des Buches, dass Julian verschwunden ist und man nicht so richtig weiß, hat er sich das Leben genommen, ist er entführt worden, ist er ermordet worden, was ist mit ihm eigentlich los? Und Robin wird natürlich befragt und so switchen wir eben immer und in die Gegenwart und in die Vergangenheit und wir wissen halt irgendwie, es muss etwas ganz Schlimmes passiert sein und wir wissen aber auch nicht, was mit Julian los ist und ja, und welche Rolle eben auch Cooper in dieser ganzen Sache spielt, wir haben als Leser überhaupt keine Ahnung. Und so setzt sich die ganze Geschichte Stück für Stück wie ein Puzzle zusammen. Ich finde das Buch grandios, ich fand es grandios. Ich hätte dem Buch fast 5 Sterne gegeben, aber dann waren für mich so ein paar Logikfehler drin, wo ich sage, okay, auch im Showdown, okay, das kann nicht ganz so passen, gerade wenn man schon 27.000 Thriller gelesen hat. Die Stimmung war aber so gut. Also ich habe das Buch so gesuchtet und Bianca Iosivonis Schreibstil, der ist auch so, das liest sich einfach wie geschnitten Brot, das liest sich von selber, das hat richtig Spaß gemacht. Genau, aber es gibt so ein paar Logikfehler drin, wo ich dann sage, das kann nicht ganz so passen oder das ist irgendwie unlogisch, wie Protagonisten reagieren oder wie sich das jetzt hier so verhält. Aber das Ding ist auch, dass diese Themen, die die Autorin hier behandelt, wahnsinnig wichtig sind und auch wirklich auch in ein Jugendbuchregal gehören. Das ist wirklich wichtig, dass ja, auch Mädchen das Buch lesen
und merken, okay, holla, wenn sich jemand so verhält, das ist nicht okay. Es ist einfach nicht okay, was hier passiert. Und das ist ein wahnsinnig wichtiges Thema oder wahnsinnig wichtige Themen, die hier behandelt werden. Also ganz, ganz großes Kompliment an die Autorin. Aber es hat halt, wie gesagt, aufgrund einiger Sachen, auf die ich nicht eingehen kann, ohne zu spoilern, nur für 4 Sterne gereicht, was auch schon gut ist. Genau. Ja, jetzt sind wir auch schon mit den gelesenen Büchern durch. Jetzt geht's ja, zu den gehörten Büchern. Und ja, da gibt's ein Highlight, das liest eigentlich alle Welt meistens in der Vorweihnachtszeit. Und ja, ich habe Harry Potter mal wieder gehört, Harry Potter und der Stein der Weisen. Und ich habe die tolle Vertonung gehört, die, die auf Audible verfügbar ist. Die ist, glaube ich, auch zumindest der erste Band von Harry Potter ist... Ja, auch gratis verfügbar für Leser, für Audible-NutzerInnen. Genau, jetzt gucke ich nur gerade mal, welches ich denn da, genau, das ist die Vertonung von Rufus Beck. Und die kann ich absolut empfehlen, weil er nämlich so die Stimmen so grandios imitiert. Und das ist einfach so richtig, richtig schön gemacht. Ja, ich bin zu diesem Buch jetzt nochmal gekommen. Ich wollte das ja schon seit Jahren, die ganze Reihe mal wieder durchsuchten. Jetzt ist meine Tochter 6 Jahre alt. Und ja, jetzt ist so dieses Thema, sie geht noch in den Kindergarten. Und da ist der Harry Potter-Hype ausgebrochen. Was ich natürlich grandios finde. Ne? Meine Zeit ist gekommen als Mutter des Jahres. Endlich ist meine Tochter Harry Potter-süchtig. Disney-süchtig ist sie schon und jetzt ist sie im Harry Potter-Hype drin. Und das finde ich natürlich mega toll und mega schön. Aber das Ding ist, die Kinder, die haben alle schon irgendwie die Filme geschaut. Und ich finde, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich finde die Filme für ein kleines Kind zu aufregend. Meine Meinung. Ja, genau. Und jetzt habe ich mich dann schon mal mit anderen Eltern unterhalten, wie macht ihr das dann alles so? Und dann wurde mir dann auch gesagt, naja, an den ganz schlimmen Stellen, dann halte ich auch mal dem Kind die Augen zu. Möchte ich nicht. Ich möchte meinem Kind nicht die Augen zuhalten müssen. Also natürlich trösten, wenn mal was Aufregendes ist, das ist ja kein Ding. Ich sage nur Bambi oder König der Löwen. Aber ja, ne? Genau. Und dann habe ich ja auch noch, haben wir ja auch noch kleine Geschwisterkinder und die schauen dann vielleicht auch mit. Nicht so leicht. Und dann war sie so, oh, aber ich will wissen, was in Harry Potter los ist. Alle kennen die Geschichten, ne? Wie es dann immer so ist. Und dann haben wir uns auf den Kompromiss geeinigt, dass wir miteinander die Hörbücher hören. Ich habe auch angeboten, dass wir es vorlesen. Da ist aber die Konzentrationsspanne dann oft irgendwie nicht ganz so lang. Also wir lesen gerade auch schon ein Buch, das hauptsächlich aus Text besteht, gemeinsam. Aber dadurch, dass sie halt noch nicht lesen kann, ist es halt so ein bisschen, ja. So, das Licht ist anders, das Setting ist anders, es sind ein paar Stunden vergangen, einige Kindereskalationen und ein Abendessen später sitze ich nun wieder vor der Kamera. Und ja, wir waren bei Harry Potter stehen geblieben. Ja, nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Harry Potter ist der Sohn von einem Zauberer und einem Menschen und weiß das aber nicht. Denn er wächst bei, also seine Eltern sind verstorben und er wächst als Waisenjunge bei seinem Onkel und seiner Tante eben auf und dem Sohn Dudley. Und die können ihn überhaupt nicht leiden und lassen ihn das auch immer wieder spüren. Ja, sie wissen nämlich von seiner Herkunft und das mögen sie gar nicht. Sie sind Muggel, sprich Menschen, und haben überhaupt keine Lust, irgendetwas mit Hexerei und Zauberei zu tun zu haben. Und sie lassen ihn auch in so einer Art Wandschrank unter der Treppe wohnen, in so einer ganz kleinen Kammer und behandeln ihn halt auch einfach nicht gut. Und an seinem 11. Geburtstag erfährt Harry Potter aber, was mit ihm los ist, denn da bekommt er nämlich die Einladung nach Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Und ja, weil die Dudleys das natürlich, nee, die Dursleys das natürlich verhindern wollen, ja, muss dann Hagrid kommen. Wer das ist, erfährt man dann auch in dem Buch. Und ja, Harry Potter da mal aufklären und ihn ja mit zu dieser Schule zu nehmen. Genau. Und ich muss sagen, ich war wieder genauso verzaubert von dieser Geschichte
als würde ich es das erste Mal lesen, als würde ich es das erste Mal hören. Und ich freue mich so, mit meiner Tochter jetzt die komplette Reihe hier durchzunehmen. Und ja, ich hoffe, das Licht ist nicht so komisch, weil die Lampe ist direkt hier oben und ich drehe so ungern mit Softboxen. Ich hoffe, wir kommen zurecht. Genau, aber so lange geht das Video, glaube ich, sowieso nicht mehr. Ich habe dieses Buch wieder geliebt. Das ist einfach, ja, es hat schon einen Grund, warum Harry Potter einfach so erfolgreich ist. Dann, ja, das Buch Die Stieftochter von Ildi Bach, das habe ich auch gehört über BookBeat, glaube ich. Und ja, da musste ich jetzt mal überlegen, weil das war, glaube ich, Anfang Februar, als ich das gehört habe. Und ich muss tatsächlich sagen, solche Thriller, die ich ganz gerne höre und auch spannend sind und die ich ganz schnell dann auch höre und nicht mehr aufhöre, da vergesse ich ganz oft auch schnell die Zusammenhänge, weil das ist wie mit Liebesromanen, irgendwie, weiß ich nicht, es war ein gutes Buch, 3 Sterne hat es von mir bekommen, oder mittelmäßiges Buch, 3 Sterne hat es bekommen, aber das ist jetzt nicht kein Buch, was sich jetzt auf ewig in mein Gehirn einbrennt, aber es war nicht schlecht. Und grundsätzlich geht es darum, dass Tess, heißt sie Tess, ich muss nochmal die Namen kurz googeln, nein, Rebecca. Rebecca hat einen Mann geheiratet und der hat eben auch eine Tochter. Und Rebecca, die wurde eines Tages verurteilt. Die wohnen hier, haben ja auch in diesem reichen Anwesen, in dieser Villa gelebt. Und die wurde eines Tages verurteilt, weil sie ihren Mann wohl getötet hat. So, und sie landet auch im Gefängnis. Und jedes Mal, wenn sich dieser Mord gejährt hat, also immer am Jahrestag, hat sie einen Brief an ihre Stieftochter geschrieben. Diese hat diese Briefe nie gelesen, sondern hat die immer ungelesen entsorgt, glaube ich sogar. Und ja, irgendwann wird Rebecca eben entlassen. Und als sie an ihrem Entlassungstag überfallen wird von irgendjemanden, ja, wird halt Tess dann trotzdem irgendwie misstrauisch und forscht dann nochmal nach, was denn hier überhaupt los ist, ob denn die Stiefmutter wirklich ihren Vater halt getötet hat. Genau. Ich finde, dass der Klappentext, der ist nur so kurz und da geht es nur um diese Situation auch in dem Haus und ja, finde ich, klingt richtig creepy. So creepy war es jetzt nicht. Es war für mich halt einfach ein spannender Thriller, den ich gerne gehört habe, der mir wirklich den Alltag so ein bisschen, ja, versüßt hat, sage ich jetzt mal, während ich den Haushalt gemacht habe, war okay. Ne? Also jetzt nichts, was mir jetzt im Gedächtnis bleiben wird. Genau. Jo. Was mir im Gedächtnis bleiben wird, was von mir 5 Sterne, nee, oder 4,5 Sterne, es war auf jeden Fall nicht so gut wie der erste Band. Ich zeige euch erstmal das Buch. The Way I Am Now von Amber Smith. Das ist der erste Band, nee, der zweite Band einer Trilogie, oder da ist sogar noch der Kassenzettel drin, einer Trilogie. Das ist erschienen und ich bin sofort in die Buchhandlung und habe mir das Buch geholt, obwohl ich wusste, dass ich es halt als Hörbuch hören wollte. Da steht jetzt gar nicht der erste Band, steht jetzt gar nicht drauf. Ja, es ist auf jeden Fall der zweite Band einer Trilogie und er ist so dunkellila. Der erste Band, der ist so hellblau. Wir haben hier wieder diesen Löwenzahn, diese Pusteblume, ne, also die, ja, gepustet wird. Und in Band 1 ging es ja um Eden und die ist im Alter von, ich meine, 13 Jahren. Ja, 13, war sie 13 oder war sie 11? Also sie war auf jeden Fall sehr, sehr jung und da ist sie von dem besten Freund ihres älteren Bruders brutal missbraucht und vergewaltigt worden und das war, was das mit ihr gemacht hat und was das aus ihrem Leben gemacht hat und mit ihrem Charakter und wie sie einfach so weitergelebt hat und auch in ihrem Umgang mit anderen Menschen und im Umfeld, das ist es, worum es im ersten Band ging. Und im zweiten Band, ich wusste, da wird jetzt nicht mehr hier das, wie soll ich sagen, der zweite Band war eher so in Richtung, ich bin eine gewöhnliche Liebesgeschichte, ein gewöhnlicher Romance-Roman, wenn ihr versteht, was ich meine. Während im ersten Band so eher die Tat und die Folgen im Fokus standen. Und das war jetzt hier nicht so. Natürlich war das immer wieder Thema, aber im Endeffekt geht es darum, ja, also um die Geschichte zwischen Eden und Josh. Und hier kommt auch Josh immer im Wechsel. Die Kapitel sind im Wechsel aus Edens Sicht und aus Joshs Sicht erzählt. Und ja,
Da erfahren wir einfach, wie es mit den beiden weitergeht. Wir erfahren auch mal, wie Josh denkt. Also das fand ich auch ganz interessant, dass er quasi auch so seinen Teil der Geschichte abbekommen hat, seine Sichtweise. Und ja, fand ich auch super interessant. Es war im Endeffekt eine gute Geschichte. Nicht zu vergleichen mit dem ersten Band, aber es war irgendwie wie nach Hause kommen. Ich mochte einfach Eden so gerne und wollte so gerne wissen, wie es mit ihr weitergeht und wie es auch mit Josh weitergeht. Und habe mich auch an manchen Stellen so ein bisschen gewundert, hätte mich auch in jedem anderen Liebesroman so ein bisschen geärgert, was sie so für Probleme auch miteinander haben, wo ich mir gedacht habe, ach komm, jetzt könnt ihr euch vielleicht trotzdem mal zusammenraufen. Aber alles in allem, einfach weil ich durch den ersten Band so geflasht war und vom ersten Band so die Charaktere einfach so in meinem Herzen drin hatte, war das dann völlig okay für mich. Ja, war ein schönes Hörerlebnis und ja, die beiden Bücher werden auf jeden Fall einen Platz in meinem Buchregal erstmal behalten. Genau, der erste Band sowieso und ja, tolle Bücher. Und dann habe ich noch ein Highlight und ich werde euch jetzt mal spoilern, das wird in diesem Monat mein Hörgenuss des Monats. Ich hatte ihn eigentlich schon für den letzten Monat gedreht, also der ist schon vorgedreht quasi. Und dann habe ich aber am letzten Donnerstag, irgendwie im März, ich war total verwirrt, wahrscheinlich auch, weil ich so viel vorgedreht hatte und dann auf Mutter-Kind-Kur gefahren bin und ich habe immer Videos hochgeladen, damit wirklich jeden Dienstag ein Handarbeitsvideo und jedes Wochenende eben ein Büchervideo online ging. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob Samstag oder Sonntag. Und dann habe ich an diesem Donnerstag, am letzten Donnerstag im März, nochmal den Hörgenuss vom Februar hochgeladen. Und ja, und ehe ich das beheben konnte, weil ich ja noch unterwegs war, ja, war der Drops dann einfach schon gelutscht. Ich wollte dann jetzt auch nicht mehr aus dem Rhythmus raus und habe das Video dann natürlich wieder runtergenommen. Und deswegen kommt das Video in diesem Monat. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht hier um diese Fantasy-Geschichte, um diese Fantasy-Dilogie von Marie Niehoff. The Queen Will Rise ist der zweite Band. Der erste Band ist The King, ich bin super vorbereitet. When the King Falls, das ist dann hier auch so ein schwarzes Cover. Und hier haben wir das weiße Cover. Ich habe mich schon mal ausführlich darüber ausgelassen in einem Neuzugänge-Video, warum denn hier Charaktere jetzt neuerdings immer aufgemalt werden oder warum es immer Charakterkarten gibt. Ich möchte das nicht, ich will das nicht. Erstens gefallen mir die meistens gar nicht und zweitens, ja, auf der einen Seite weiß man dann so, was Autor, Autorin sich dabei gedacht hat, als sie die Charaktere erschaffen haben. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich lese, um meine Fantasie zu beflügeln und möchte mir die Protagonisten gerne selbst vorstellen. Also so viel Intelligenz setze ich einfach an mich selbst voraus und das finde ich so ein bisschen schade, dass es momentan wirklich überall in jedem Buch gefühlt Charakterkarten gibt. Weiß ich nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mir ja mal sagen. Ja, hier geht es auf jeden Fall, das ist eine Vampirgeschichte und es geht, ich erzähle jetzt hauptsächlich mal im ersten Band, weil das bringt jetzt nichts, ich will euch ja nicht spoilern. Und im ersten Band geht es eben darum, dass die Vampire, die sind bekannt, wir leben in einer Welt, in der die Menschen und die Vampire quasi zusammenleben. Und die Vampire, die herrschen über die Menschen und den Menschen geht es aber nicht sonderlich gut, also da gibt es ganz viel Armut. Und es gibt aber dennoch Regeln, dass die Vampire halt nicht so willkürlich hier irgendwie die Menschen aussaugen dürfen. Da gibt es definitiv Regeln. Und der König, der nimmt sich einmal im Jahr eine Blutbraut. Als solche kann man sich dann bewerben. Und das ist dann, ja, die Frau, von der er sich das ganze Jahr über legitim laben, an der er sich laben kann. Und dafür gibt es dann entsprechende Begünstigungen. Genau. Und als eine solche Blutbraut bewirbt sich eben Florence. Ich hoffe, sie heißt jetzt auch Florence. Ja, habe ich recht. Das heißt was, wenn ich mir Namen merke, dann muss das Buch richtig gut gewesen sein. Und ja, als solche bewirbt sich Florence und sie wird auch genommen, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel Lust auf diesen Job hat. Und das liegt daran, dass sie eigentlich einer Rebellion angehört, beziehungsweise ja, also die es sich zum Ziel gesetzt hat,
ja, den König zu stürzen und die Welt der Vampire zu stürzen und dass die Menschen einfach, dass es ihnen besser geht und dass sie wieder, ja, sie sind einfach nicht einverstanden mit der Gesamtsituation. Genau. Womit jetzt Florence nicht gerechnet hat, ist, dass die Vampirwelt vielleicht gar nicht so ist, wie ihre Familie ihr das von klein auf eingetrichtert hat. Und dass der Vampirkönig vielleicht auch ganz nett sein könnte. Ja, und da haben wir auch so einen Love Interest. Und der erste Band, der endete mit einem absoluten Cliffhanger. Und ja, Band 2 knüpft nahtlos daran an. Und ich habe das Buch geliebt. Ich habe es einfach geliebt. Ja, das war mein Lesemonat, beziehungsweise meine Lesemonate Februar und März. Ich muss immer so ein bisschen nachdenken. Der Tag war schon wieder lang, gerade mit Kindern. Ja, ich hoffe, 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 euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind okay. Das werde ich dann nachher im Schnitt sehen. Ich werde es jetzt nicht nochmal drehen, und werde mir mal in Zukunft Gedanken machen, wie ich das so ein bisschen besser getimt kriege, was das Drehen betrifft. Wobei normalerweise drehe ich vormittags, wenn die Kinder in der Kita sind. Da geht das dann meistens so zwischendurch mal ein Video zu drehen. Ja, aber oftmals spielt das Leben halt mit und dann kommt man halt doch nicht dazu. Man kennt's. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, ganz viele schöne Lesestunden und sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.